Ja, Roman Alain, merci vielmals, dass du Zeit genommen hast hier für das Skype-Interview. Für alle nicht ganz einfache Zeit. Dann gab es die Frage, die ich jetzt am Anfang stelle, so, wie geht es? Eine ganz andere Bedeutung, oder, im Moment. Ja, es ist wirklich eine recht spezielle Zeit im Moment. Also ich hätte gedacht, schon vor einem Monat, dass wir so weit werden irgendwann. Aber ja, man ist immer ein bisschen in Kontakt, auch mit Eltern und so. Und die macht man sich natürlich am meisten Sorgen. Und so ist halt die Leute ein bisschen in der Risikogruppe. Und ja, es ist alles ein bisschen in den Hintergrund geraten, sage ich mal so, ja. Jetzt noch geschehen, eben, du hast ja eh schon nebenan schon geschafft in der Pensionskasse. Wie ist es momentan? Auch Homeoffice nur? Oder was machst du jetzt gerade aktuell? Ja, ich bin schon immer noch ein bisschen am Arbeiten, habe ich wenigstens noch ein bisschen Ablenkung. Ich probiere schon meistens daheim zu sein und zu arbeiten. Vielleicht muss man ab und zu mal ins Büro, aber auch dort ist es sehr beschränkt, dass man nur einer pro Büro ist und sehr strikte Vorschriften. Und ich muss schon schauen, dass man da niemanden ansteckt, aber gleich, dass es noch ein bisschen weitergeht. Dem wäre es cool, kann ich gleich noch ein bisschen arbeiten, das lenkt auch ein bisschen ab. Ja. Aber du sagst gerade ablenken, ich meine schlussendlich, ja, wir reden darüber, dass Hockey wäre eigentlich am Laufen. Ich habe schon Zeitrechnung aufgehört, aber das Halbfinale wäre auch schon fast durch unterdessen. Und die wären in dem Halbfinale gewesen, du wärst mit Claude in dem Halbfinale gewesen, du hast es im Dezember schon gesagt, in der letzten Saison, du hörst auf. Hilft Ja. dir auch das ein bisschen ablenken momentan? Was jetzt, musst du denken, was jetzt hockeytechnisch noch wäre? Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, ich meine, dass so Karriere muss aufhören, ich habe mir schon ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich kann mir gar nicht mehr böse sein. Ich bin mir auch nicht gross frustriert, weil alles andere rundum jetzt so gross ist und so viele andere Aspekte betroffen sind von Leuten und Menschenleben und sonst Existenzen. Von dem her, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wäre es sicher auch schlimmer, wenn man aufhören müsste, wenn man sich verletzt. Also, ich kann jetzt wie auf niemanden böse sein. Es ist jetzt eine komplett neue Situation auch für die Welt. Und ja, darum denke ich mir gar nicht grosses Hockey an. Und wäre jetzt der Halbfinale, irgendwie ist das, ich weiß nicht, ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ist es sicher auch schade trotzdem. Also sagen wir jetzt mal so, 2018 ist es fast schlimmer gewesen. So jetzt einfach mal momentan aktuell für dich persönlich aus sportlicher Sicht, da bist du ja verletzt gewesen, bist abgestiegen. Und ja. Ja, also 2008 war sicher viel schlimmer gewesen emotional, das ist ganz klar. Ich meine, so hast du auf der einen Seite gleich noch einen Abschluss, gleich gewusst eigentlich, dass ich mein letztes Spiel wird haben, dort, wo wir noch das Freundschaftsspiel gegen Lugano hatten. Das ist eigentlich mehr oder weniger klar vor dem Match, dass es nicht mehr wird weitergehen wird. Und habe ich so ein bisschen ein Spiel, auch wenn es nur das Geisterspiel war, aber so ein bisschen als mein letzter Match können geniessen. Und ja. Ich meine, es wird einen neuen Lebensabschnitt geben. Ich bin eigentlich nicht traurig, nur einfach für viele Leute, die gerne sehen, wie Kloten noch ein bisschen weiterkommt. Eben erst mal das. Und eben nach dem letzten Jahr hat man auf das noch viel besseren Weg schlussendlich. Du hast aber auch Playoffs, 5 Spiele, 3 Punkte. Das auch noch mal. Da können ein bisschen etwas mitgeben. Kümmern vielleicht dir das, dass viele Leute so noch mal sogar an dir hinkommen und sagen, das Jahr wäre eigentlich viel möglich gewesen. Ja, ich glaube, es ist schön zu sehen, wie viele Leute kommen und sagen, hey, ist so schade. Und vor allem die, sonst von der Mannschaft haben gesagt, nein, für dich und Sutti ist es sicher mega schlimm. Es tut ihnen vor allem mega leid wegen uns und auch Fans. Aber ich denke, es ist schön zu sehen, dass die Leute dem ein bisschen antrauen. Ich selber, eben, wie gesagt, ist die Situation rundherum ist eigentlich fast wie zu beängstigend, um da ein bisschen dem Sport nachzutrauen, glaube ich einfach. Trotzdem muss man im Spicken, nämlich auch die Zahlen. Du hast 699 Nationalspiele mit den Playoffs zusammen, 87 Nazi-B-Spiele oder heute halt Swiss League, National League, 135 Nazi-Spiele und insgesamt 6 WM-Teilnahmen, 2 Mal Olympia. Wenn das jetzt so hörst, ich weiß nicht, wie wichtig für dich die Zahlen sind, aber es ist eigentlich schon Wahnsinn, was man aus ihrer Karriere erreicht hat. Oder ist das für dich etwas, das du zuerst noch musst fassen oder eigentlich gleich ist im Moment? Ja, nein, ich denke, irgendwie, wenn ich zurückdenke, habe ich schon relativ viel Spiel gehabt, auch mit den ACB, Olympiaden, WMs. Eigentlich, wenn ich zurückdenke, schon noch viel passiert in meiner Karriere. Es ist wie auch schon lange her, das Zeug, habe ich das Gefühl. Ich meine, in den letzten Jahren bin ich nicht mehr Nazi in der WM, habe noch ein paar Verletzungen gehabt, eine gröbere am Kopf. Und ja, wenn ich so ganz zurück schaue, es wird irgendwann sicher mal kommen, ein bisschen später, wenn ich mal so richtig kann reflektieren, was ich alles so genau
erlebt in der Karriere. Jetzt sind es schon im Moment noch mehr Zahlen, aber ich werde dann schon mal Zeit haben, mal richtig genau darüber nachdenken, wie er die gute Erinnerung auch wieder reinzuholen in den allen verschiedenen Mannschaften, die ich gespielt habe. Momentan ist eher alles ein bisschen schwierig, aber trotzdem ganz kurz, was ist vielleicht das schönste Erlebnis gewesen in deiner Karriere, wenn du das so müsstest rausnehmen? Ja, ich denke mal, eins, was sicher sehr schön war, ist der Göpsig mit Kloten. Ja, vor nicht allzu langer Zeit wieder mal einen Titel können holen für Kloten. Das war schön gewesen, sicher die Olympiade 2010 in Vancouver, also das ganze Erlebnis dort in Kanada, Olympiade mit dem Olympischen Dorf und den hockeyverrückten Kanadier und ein cooles Turnier gehabt. Das sind sicher so die zwei Erlebnisse, die ein bisschen rausstechen und auch zwei Finalteilnahmen mit Kloten, die wir leider nicht haben können realisieren, aber das sind so ein bisschen die Hauptpunkte von meiner Karriere, wo wir noch geblieben sind. Ja. Jetzt muss ich leider auf ein anderes Thema zurück. Eigentlich etwas Positives an dem Sommer, oder? Hochzeit, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber die Italien ist das eigentlich auch vorgesehen. Das ist schon alles umplanen, oder? Ja, wie ist das? Ist auch nicht so cool, eigentlich so einen schönen Anlass, wo nicht weiß, ob er stattfinden kann. Ja, es ist so wirklich ein bisschen lange Zeit, haben wir gedacht, ja, bis dann ist sicher alles wieder gut, aber ich meine, mittlerweile wird es wahrscheinlich schwierig, dass es das stattfinden kann, aber gross umplanen tun wir nicht. Wir warten mal ein bisschen ab. Meine, die meisten Sachen sind schon ein bisschen aufgegleist. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit, um es dann abzusagen. Also von dem her warten wir jetzt mal ab, was die nächste Zeit ein bisschen bringt. Und dann muss man dann schlussendlich dann sicher mal entscheiden im Mai oder so. Mal schauen. Ich hoffe, es kann stattfinden. Ich hoffe, es wird sich alles ein bisschen normalisieren, aber grosse Hoffnung habe ich nicht. Ja, hoffentlich alles normalisiert. Aber wenn die Hockey immer fertig gespielt werden kann, dann allein. Merci vielmals für den kurzen Einblick. Dankeschön. Weiterhin gut zu arbeiten und eben hoffentlich bleibe wieder viel Gesundheit. Und merci, dass du Zeit genommen hast. Danke, ja, merci dir auch. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Tschöne.